Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik und willkommen zurück. Und es wird endlich mal wieder Zeit für mehr Evil Dead auf den Kanal. Und deswegen starten wir in der Mission Nummer 6, die ich glaube Donnerstag oder Freitag letzte Woche veröffentlicht wurde. Und ich habe mir gedacht, naja, mein Leben ist zu entspannt, dann tue ich mir wieder mal eine heftige Mission an, weil Mission 5 war ja schon ziemlich heftig. Und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir in die Mission 6 rein, ein Wochenende bei Kenobi. Ich hoffe, euch da draußen geht soweit gut und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Okay, dann erstmal gucken, wie war denn das hier alles? Ewig nicht mehr gespielt. Fahrzeug einsteigen, das machen wir, gut. I need you to swear that you won't leave me alone. I'm not running away this time. I'm here. Ja. Evil Dead, das Spiel mit den Ohrfeigenbäumen, an denen ich viel zu gerne gerüttelt habe. Mal gucken, meine Fahrkünste sind ja, wie es euch wahrscheinlich bewusst ist, ziemlich bimbo. So. Okay, warum ruckelt das eigentlich? So ein bisschen. Naja, gut. Wird schon gehen. Wieder diese Hütte. Ah, Munition, okay. Was ist denn das? Spezialwaffe. Nagelpistole, ach du Scheibe. So. Finders Keepers. Ja. Dann sammeln wir mal schön fleißig an, was wir hier so kriegen können. Was ist denn das? Streichhölzer. Eschand. Oh, oh. Und jetzt so. Oh, oh, Pablo! Pablo! Sag mal. Spinnst du oder was? Oh oh. Geht schon geil los? Alles klar. Erstmal raus. Ja. Sag mal. Pablo, hör auf damit. Ja, ja, ja. Jetzt lass du noch. Oh, komm aufs Maul, Junge. Ah, muss mal wohl meinen neuesten Fausttanz aufhören hier. Oh. Okay, die Maus ist mir gerade etwas zu sensibel. Ein Amulett. Amulett, das legen wir mal an. Okay. Hör ich doch noch was? Oh oh. Hör ich doch noch was? Was denn, wo denn, wer denn? Nee, das war hier die Klappe, oder? Okay, gut, gut, gut. Eine gute Shams-Cola. Servermunition ist voll. Okay. Na gut. Haben wir sonst hier noch was? Bevor wir hier wieder irgendwas triggern. Okay, dann gehen wir mal ins Buch. Es ist absolut nicht alles gut. Das muss mit diesem schaurigen Buch zu tun haben. Vielleicht sollte ich mal lesen. Kunda, also, ja, genau. Oh oh. Oh, toll. Okay. Schatzi. Ich mach es nicht gern. Aber ich muss dich nageln. Oh, der war nett. Konzentrier dich, David, konzentrier dich. Sieh dir das Buch an. Viermal derselbe Kerl. Einer ist älter und hat einen dämonischen Blick. Muss ich die jetzt kalt machen? Ich brauche mehr Hinweise. Wir brauchen mehr Hinweise. Was? Klar, gut, dann... Was haben wir hier? Noch eine Shams-Cola. Okay, dann...
Können wir uns sogar fast eine gönnen, oder? Ich weiß immer nicht, wann ich es brauche. Okay, alles klar. Sieht soweit ganz gut aus. Mehr Muni können wir nicht mitnehmen. Aber irgendwas für einen Nahkampf wäre nice. Ja. Immer das. Ne, hier über die Hand. Ich möchte halt nur ungern was übersehen. Streichhölzer. Alles klar. Mal hier hinten raus. Mal gucken. Ist hier irgendwas? Warte mal, hier ist doch ein Hütchen. Aber das Hütchen ist dicht. Okay, alles klar. Dann schnappen wir uns unser Papamobil. Und gehen auf dämonische Jagd. Mal wieder. Ich hasse es. Nein, eigentlich mag ich es, aber... irgendwie... oh, ich bin gerade wieder total nervös. Das erste Mal seit ewigen Zeiten. So ein Leckquatsch. Bleib da oben. Zum ersten Mal seit doch längerer Zeit wieder mal das Spiel spielen. Die ist gesperrt. On the road again. Ach nee, da ist Wasser. Komm ich noch rum? Auf den Weg geben. Warte mal. Na klar. Also ist die Mission jetzt so, dass wir hier durchaus auf mehrere der Helden treffen werden. Ja. Ups. Wenigstens haben wir hier schon mal keine zeitliche Begrenzung. Ach ja, durch den Tümpel hätte ich einfach fahren können. Okay. Ich dachte, sonst säuft mir die Karre ab. Ja, warum? Okay. Wow. Alter, du Ah, du blöder verkackter Ohrfeigen. Oh, was haben wir hier? Eine Machete. Okay, was ist hier? Oh, da leuchtet schon was. Das ist einmal Streichholz nutzen. Dann beruhigen wir uns mal ganz kurz. Wahrscheinlich bin ich zu viel sinnlos rumgerannt. Dann beruhigen wir uns erstmal. Ich weiß gar nicht, kennt man den Charakter hier eigentlich? Mir wäre er jetzt erstmal nicht bekannt. Und die mir auch nicht. Okay. Oh, das kann ja nicht gut werden. Das sieht mir aus wie eine Arena. Kelly! Böse Kelly! Nicht doch. Was? Ich bin auch. Oh. Scheiße. Ups, da habe ich nicht... ich habe nicht auf mein Leben geachtet. Wiederholen wir natürlich nochmal. Ja. Dann sage ich mal, dann spiele ich gleich bis dahin und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich gucke nur mal kurz, ob die Aufnahme läuft. Ja, tut sie. ich habe hinter der Hütte, wo wir gerade am Anfang waren, eine Halskette von Linda gefunden. Die hat die Nebenhütte freigeschalten. Dadurch habe ich jetzt die Nagelpistole in Legendär und Spritzen für den Nahkampf gekriegt in Legendär. Also... hoffe ich mal, sind wir jetzt dementsprechend gerüstet. Ich habe sogar ein paar... Ja, das ist vielleicht herzlich dumm gerade. Okay, die sind, glaube ich, ganz cool.
Ah, Mist. Mein Schild ist weg. Na? Geh weg. Ja, das Ding nagelt ganz gut durch. Und dafür musste ich dann halt quasi dreimal, also drei Kämpfe machen. Einmal gegen Evil Pablo und einmal und zweimal gegen die Mia. So, okay. Damit schnetzelt sich's natürlich gleich ein bisschen besser. Okay, noch eine Cola. Die nehmen wir mit. Moment. Trinken können wir die. So. Und dann gleich ein Amulett noch dran. Haben wir jetzt wirklich alles mitgenommen? Ja, scheint so. Okay. Such nach Hinweisen. In der Kläranlage. Okay. Autochen. Dann fahren wir jetzt mal zur Kläranlage. So. Den Autofahren kriege ich halbwegs hin. Kommen mir nur noch fiese Kämpfe. Aber die Nagelpistole, sie hat was. So, was haben wir denn hier für ein Gebiet? Okay. Da können wir... Oh, da können wir den Weg verengen, wenn irgendwie was ist. Okay, schauen wir mal. Oh. Na, mach doch sowas nicht. Nein! Okay, warte mal, Schild. Na klar. Oh! Ah, schön! Na? Ah, ich vergesse immer den Finisher zu machen. Ach, ich bin ja auch doof. So, das. Noch eine Schimpfko. Na, bevor wir die hier liegen lassen, nehmen wir doch erstmal die. So. Jetzt haben wir auch ein Amulett. Immer gut. Sein Amulett sage ich immer gerne danke. Ja, ich muss sagen, bis jetzt geht's ja noch. Munition haben wir auch noch ganz gut. Ich kann eigentlich... Soll ich da hinlaufen? Nee. Warum habe ich ein Auto? Wer weiß, wo ich danach dann noch alles hindackeln muss. Ja, ihr kriegt da wieder mal viel Theatralik geboten. Kehr zu mir zurück. Nobi, bitte. Ja, machen wir das mal. Oh. Der Baum im Weg. Wer macht denn hier sowas? Die Karre ist sich jetzt festgefahren. Ach, dann halt. Warte mal. Hier ist ein schönes Feuer. Wollen wir uns mal daneben stellen und ein bisschen entspannen. Etwas relaxen. Ihr könnt euch alle mal ein bisschen zurücklehnen. Komm. Mach mal schneller hier. Warte mal, ich hatte doch eine Taschenlampe eigentlich. Okay, erstmal nachladen. Taschenlampe, wo war eine Taschenlampe? F? Nö. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Egal. Muss es halt ohne. So, hier war doch irgendwo noch... Ja, Munition. Munition ist immer... Was ist denn das? Streichhölzer. Ah ja. Oh. Mir atmet nicht. Gut. Ich war schon mal besser in sumerisch. Aber im Buch stand ganz sicher, dass sie geheilt wird, wenn wir diese Dinger töten. Schieß drauf. Scheiß drauf. Ich bastle jetzt einen Defibrillator. Ja klar, ganz easy. Das ist ja keine großartige Geschichte. Haben wir alle im Werken mal gelernt. So, wo ist denn? Ah, da hinten. Da hinten können wir ein Defi bauen. Okay. Genau, in der Hütte habe ich nämlich dann diese Spritzen gefunden. Ja, habe ich doch schon. Achso, muss ich sie nochmal aufheben. Ah ja, okay.
Hat geklappt. Mir atmet. Aber warte mal, diese Augen. Das ist nicht mir. Nein, das ist sie ganz sicher nicht. Okay. Auf in den Kampf, Torero. Oh, Mann. Nie zu. Hi, Mäuschen. Mach doch sowas nicht. Ah, oh, jetzt Finisher. So. Ja, ist ja ganz nice. Na, Finisher, gut. Kann ich mir schon mal keine Kloppe geben? Ausweichen. Weiterballern. Okay. Ja, cover me. Er soll mich covern. Okay. Mäuschen, ich will dir doch nur helfen. Ah, geh weg. Geh weg. Geh weg. Ah, geh, hör auf. Ne Schems. Oh, das war enge. Okay, sie ist tot. Geschafft. Oh, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Mission abgeschlossen. Hui, was haben wir denn gekriegt? Prämien. Jumpscares. Der Schrei. Jumpscares. Warum das lange Gesicht? Jumpscares. Kloaken-Untoter. Ah ja. Extra Nobi-Aufnahme 6. Ach, stimmt, die Aufnahmen, die könnten wir auch mal machen. Das werde ich mal vielleicht mal als separat ein kurzes Video irgendwie so als Clip mal machen. Sie schafft das. Vorerst. Zumindest körperlich. Ich habe versprochen, ich bleibe bis ans Ende und gebe ihr keinen Grund mehr, wieder an mir zu zweifeln. Okay. Alles klar, Freunde, dann haben wir es geschafft. Das war Kapitel 6, Mission Nummer 6. Ein Wochenende bei Nobi. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst schon, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.